der aktuell Zweitplatzierte aus Graz zu Gast bei dem letztjährigen Vizemeister der WSG. Eine Partie, die viel Spannung bieten sollte. Wir sehen den ersten Angriff der Grazer und es ist Tor Nummer 1, Jusabel mit dem Treffer. Und Arabaci, den wir in Runde 7 schon wieder mit vielen, vielen Toren gesehen haben, auch hier wieder sicher im Abschluss. Nach einem sauberen Tänzchen im 16-Meter-Raum kann er jetzt hier nochmal mit dem zweiten Tänzchen vor der Pause auf 2:1 erhöhen. Ganz, ganz wichtig für die WSG dieser Stand. Wir springen in die Schlussphase. Mittlerweile steht es 4:2. Und wir sehen den letzten Treffer zum Endstart von 5:2. Sieg für die WSG, 3 Punkte mitgenommen. Zweite Partie, die sollte ähnlich, aber etwas anders verlaufen. Wir sehen die Grazer mit dem Angriff und es ist Tor Nummer 1. Schön rausgespielt, den Ball mitgenommen, vorbei am Torwart, unhaltbar. Und Islamovic kann somit in Führung gehen. Kubauer von der WSG arbeitet hart, arbeitet viel, aber wird nicht belohnt. Wir sehen wieder Islamovic mit dem Abschuss. Auch er kann sich nicht belohnen. Somit der Sprung in die Schlussphase. Es steht weiterhin 1:0. Die Chancen werden nicht genutzt. Und dann dieser schöne Ball. Kubauer kann es nicht glauben. Islamovic muss sich das Lachen verkneifen. Was ein schönes Tor. Wir sehen zum Schluss noch beide am Lächeln. Beide haben die Anerkennung für das Tor. 3:0 am Ende für die Grazer. Beziehungsweise 3:1. Der Anschlusstreffer wird noch geschossen. Wir springen auch schon in die letzte Partie. Und Sturm Graz mit Philipp Gutmann kann ebenfalls in dieser Partie in Führung gehen. Und Gutmann gegen Schwemberger sehr, sehr stark unterwegs. Das 2:0 ebenfalls sehr früh. Auch hier springen wir in die Schlussphase. Mittlerweile führt Sturm Graz mit 4:0 gegen die WSG. Am Ende ist es ein 5:1. 6 Punkte somit für Sturm Graz. Die WSG nimmt 3 Punkte mit. 3:1 Sieg für dich. Was war das Erfolgsrezept in diesem Spiel? Also das war mein Ex-Kollege vom letzten Jahr, in den ich gezockt habe. Und ja, also das ist eigentlich relativ, es war relativ dominierend, so bis ab 3:0 geführt, bis zur 80. und dann nur das 3:1 gemacht. Aber na, so eigentlich hatte ich keine Probleme in dem Game und ganz easy über die Runden bringen. Das heißt, du hast nie gezweifelt an dem Sieg? Nein.